Molle, du Timex hier. Wir zocken Among Us. Das ist fantastisch und macht Spaß. Ich bin Crewmate. Wir sind mal wieder eine fantastische Runde. Mit dabei sind echt, das sehe ich jetzt gerade nicht, das sind echt coole Leute wieder mit dabei. Es wird Zeit, die Crew-Winrate auf 100% zu halten. Deswegen jetzt erstmal wieder sich einen Unschuldigen suchen. Ach du Scheiße, ich bin gefangen. Mal gucken mal. Papa Platte, Danny, Fabo, Caruso, Mickey, Reapers, Rumatra, Veni, Papa Platte. Schmeckt. Ach, ist das was? Das ist Revi? Ja, let's go. Okay. Perfekt, ich wollte auch gerade eins machen. What the fuck? Also, Revi ist tot, ist schon mal nicht so schlecht, aber. Jetzt haben wir Ruhe im Emergency. Ja, okay, ja. Licht ging aus, ich habe leider gecampt, Türen sind davor zugegangen, ich habe instant gefixt und dann kam Caruso aus Security, ich habe ihn aber nicht reinlaufen sehen und kann mich nicht erklären, warum er nicht bei Lights war, wenn er dort reingelaufen ist, also glaube ich, dass er gewendet hat. Ich weiß zwar nicht, wo die Leichen sind, ich habe gewartet, ob noch irgendjemand die findet, aber habe dann Emergency gemacht. Okay, okay. Veni, wo bist du hingegangen nach Lights? Bin sofort zum Atmen. Du hast mich in der Kamera gesehen, warum fragst du? Ich habe gesehen, dass du aus Electrical rausgekommen bist, weil und dann du bist du in die Cam gegangen und dann hast du mich unten beatmet. Ich bin in die Camps gegangen. Ja, und dann hast du mich beatmet reinlaufen sehen. Über die Campen. Also, warum sagst du? Ja, du kannst ja aber auch abgebogen sein, Communications Weapons irgendwie jemanden gekillt haben. Lass mal anders irgendwie in die Sache rangehen. Reap, so was du? Ja, wo kamst du denn her, Reapers? Ich bin mit euch von oben nach unten. Moment. Okay, aber du kamst ja später. Mit Faro bin ich, glaube ich, von Anfang an fast rumgenommen. Nee, Reapers war da auch schon dabei. Aber Reapers ist am Anfang. Macht ja auch keinen Sinn. Hey, du hältst dich heute noch. Rumatra, willst du nur zusammen mute? Lockt er mich jetzt weg? Wäre wack. Was ist meine Aufgabe überhaupt? Ich bin jetzt alleine, das ist immer unsicher, gerade bei der Aufgabe. So eine Aufgabe macht man die. Oh, ist wieder weggerannt. Er hätte mich leicht töten können, mit Leichtigkeit. Nee. Oh, Reaper ist auch saugefährlich. Und die Aufgabe noch? Oh, das ist keine gute Runde. Wir haben gar nichts. Ich weiß nicht, wer es nicht ist. Ich sterbe. Wer ist nochmal gelb? Ist das Papa Platte? Ja. Geil. Er hätte mich. Es war dunkel. Caruso tot. Ich hab Caruso gerade unten noch rechts irgendwo reinlaufen sehen. Ja, unten links war er als erstes am Anfang der Runde. Ja, ich war am Anfang mit Max und Caruso unterwegs unten links. Mhm. Dann hab ich ihn aber verloren. Ach, scheiße, ich bin auch verloren. Ich bin, als wir waren unter O2 diesem Raum, da waren wir zusammen und dann ist er rechts rausgelaufen und ich habe irgendwas anderes gefixt. Wer hat am Anfang Caruso angeschuldigt? Ich war's. Veni. Ich war's auch ein bisschen, ich fand ihn sus. Aber ja, stimmt. Caruso hat Veni gecallt. Kurze Frage, wurde die Leiche gefunden oder Emergency Media? Nee, ja, wieder. Ah, okay. Ich habe aber gerade, bevor ich hoch bin, bevor ich Office rein bin, ist Caruso mir entgegengelaufen, bin kurz Weapons, hab diese 20-Baller-Aufgabe Kovac-Scheiße gemacht, hab ich nach rechts in Admin reinlaufen sehen, also die Leiche wird wahrscheinlich unten in Admin irgendwo sein. Er kann so tun, als ob es nicht war, weil er halt, weil die Leiche ganz woanders ist. Ja, das kann sein, aber ist es... Nee, das traue ich ihm nicht zu. Danke. Das wäre um fünf Ecken gedacht. Noch nicht. Das erste nicht Runde für uns. Ich heute schon mal irgendwas gesagt. Danny, hallo? Ich, Digga, ich hab kein Plan getan. Mein Kopf ist absolut tot. Hallo, der ist es. Danny, wo warst du? Danny, wo warst du gerade? Wo ich war, ich auch leicht. War auch leicht. Mit Rumata und Veni. Dann bin ich nach rechts Richtung, glaube ich. Trimax war zu. Fabo war in Communications zu der Zeit und Trimax war bei O2. Nächste Runde Speed runterstellen, ne? Wichtig. Ich glaube, Kevin ist es nicht. Weil er wirklich. Ich denke, weil er total lost hier rumläuft. Und weil er hätte mich so töten können, es war dunkel. Aber wenn es jetzt Reapers und Papa Platte sind, dann ist Ende. Task complete. Ey Leute, wusstet ihr, dass Among Us als erstes ein scheiß Mobile-Game war? Wusstet ihr das nicht? Ich will hier auch durch. Ich will hier durch. Ich möchte zu den anderen. Oh, was für eine Scheiße. Wow. Rumatra, rede erstmal. Komm, schieß los. Oh, scheiße, ich war gemutet. Sorry. Ich war gemutet. Ich kam von diese Dinger, wo man die Hände draufdrücken muss. Da habe ich meine Hand drauf getan, bin dann in Laboratory rein und habe dann da die Leiche gefunden. Vor dem Entlüftungskanal. Und ich glaube, es ist Rumatra. Ich glaube, ganz hart ist es Rumatra. Immer wenn wir nicht wissen, wer es ist, ist es oft Rumatra. Also das Ding war halt gerade, Rumatra kam aus der Richtung von der Leiche. Ja, das ist. Also die Leiche lag halt vor dem Eingang zu Deacon. Und ja, ich bin noch einmal nach links gelaufen, um zu schauen, ob da noch wer ist. Also, nee, du bist nach links gelaufen, damit so aussieht, als ob du zu Leiche hinläufst mit uns, weil wir standen alle dort. Ja, ganz am Anfang sind ich bin von rechts gekommen. Trimax, von links, Kevin, meine ich. War ein Medbay und dann sind wir halt zum Reaktor und dann bin ich ja halt ganz nach links rüber. Wo bist du hingelaufen, Trimax?
über, ich wollte sogar Gabe hinterherlaufen, weil Papa Platte hätte mich töten können. Den wollte ich als Zeugen mitnehmen. Ich dachte, er wäre Specimen Room gelaufen, musste 5-mal durch diese, was ist das, wo der Sauerstoff raus und rein, du durch 1000 Türen. Okay, ey, Vini, warst du gerade mit mir, bist von links nach rechts reingelaufen? Okay, dann, wir müssen... Fabo war Reaktor, okay. Danny ist von unten Electric gekommen. Ja, wie heißt das denn, Kompressionsraum? Wie heißen die Räume? Aber wen wollten wir? Wurden wir verloren. Die Schleusen? Schleusen? Der steht verloren. Trimax oder Romatra? Wir müssen uns einigen. Nee, für mich ist auch irgendwie Danny. Dann ist es 1.000.000%ig Romatra. Romatra. Digga, als ob ich 4 Leute töte. Wie lost seid ihr denn? Es ist ganz sicher, Max. Ich wurde einfach gar nicht. Ich auch nicht. 1.000.000%ig Romatra. Auch wenn es Romatra nicht ist, dann scheiße, aber bei Double Kill sind wir raus, ne? Er war safe, safe. Nee, ich glaube nicht. Wenn Romatra sagt, es ist Max, ist das oft. Bleibt bei Reaper. Boah, Reapers kann es auch ganz doll sein. Das kann halt ganz krass Reapers sein. Digga, wie schnell ist er? Fuck, wo ist er hin? Ich hab Angst. Jetzt bin ich, das ist ja eh tot. Das ist immer so. Da merkt man immer richtig, dass jetzt das war's. Das ist immer so das Game. Wenn man diesen Status erreicht hat, weiß man, das geht echt gut aus. Okay, Kill ist genau gerade jetzt passiert. Ja. Und wurde direkt, bist du alleine? Was? Ich bin die ganze Zeit schon wieder hinterhergelaufen. Fabo, du musst mir kurz helfen, okay? Nee, warte mal ganz kurz. Max, wo bist du gerade? Ich bin gerade, warte, ich schau auf die Map. Rechts neben Electrical und ich habe meine letzte Aufgabe ganz, ganz, ganz links oben auf der Map. Danny, wo genau liegt die Leiche? Boah, Dicker. Wo liegt die? Ich glaube, die liegt genau zwischen Laboratory, also zwischen den beiden Laboratory Rooms. Einmal da, wo du diesen Hebel umdingstens tust und einmal andere Hälfte, also Medbay. Veni, wo bist du? Glasdinger und Camps. Du hast gerade Camps angesehen, ich habe dich gesehen in Atmen gerade. Können wir es also wissen? Ding ist, die Leiche ist genau direkt gestorben und direkt reported. Wenn keiner da ist, wo die Leiche liegt, dann war es self-report. Ich bin legit da hingelaufen gerade eben und die Leiche lag legit vor mir und wenig da vor mir Richtung. Veni sagt halt, er ist Camps, aber ich habe die Camps nicht beobachtet. Ja, nee, also, Max, hast du gesehen, ob die Camps an waren vielleicht? Ich war kurz, wo sind die denn? Bei Communications? Nee, die blinken halt überall, also vor Medbay zum Beispiel oder vor Lights-Eingang, Admin-Eingang. Wir müssen jetzt abstimmen, ich stimme, ja, es ist Veni, sag ich. Müssen wir nicht. Wir können skippen. Aber ich glaube, es okay. Ist Danny oder Veni lügt halt. Okay. Wenn Veni entgegenkommt. Kevin und Reapers. Bei mir ist dasselbe, nur ich glaube, das ist das du lügst, Fabo. Hat Danny eine Jeans an? Hat Danny eine Jeans an? Wenn Danny eine Jeans hat, dann ist er es. Ich sterbe so hart. Wieso bin ich überhaupt noch am Leben? Oh Gott. Oh shit. Oh, Fabo auch. Ich war mit allen schon alleine. Hilfe, ich war mit allen alleine. Warum töten die mich nicht? Digga, ich spiele schlechter denn je. So schlecht war ich noch nie. Was ist jetzt? Oh mein Gott, Lights muss gefixt werden. Ich bleib hier stehen. Nee, ich muss meine Tasks machen. Ich bin der Letzte mit den Tasks. Wir haben verloren. Ja, weil, Kevin und Reapers waren so lost. Gott. Okay, Buddy liegt legit neben Emergency Meeting. Ich war gerade auf dem Weg zu Lights von... Genau, ich war da bei diesem Lava-Ding, da oben ist ja noch dieser Electrical-Ding, wie heißt es? Mann, Junge, mein Kopf ist so gemeldet heute. Sehr gut. Also, ich kann jetzt das Game gewinnen oder verlieren, indem ich für Veni oder für Danny abstimme, richtig? Ja. Kann ich dir kurz erklären, was ich mit der Jeans gemeint habe vorhin? Ja. Damit du das verstehst. Also fuck. Nicht du, Danny. Ich weiß, dass du Imposter bist. Trimax, lass mich kurz erklären, was ich gerade sagen wollte, okay? Warum? In der Runde davor bin ich runter in Specimen gelaufen. Und mir ist die ganze Zeit jemand hinterhergelaufen, der eine Jeans anhatte. Das habe ich das Einzige, was ich gesehen habe, weil er immer an der Tür hinter mir stand. Unten beim Eingang bei Decon und beim Ausgang zu Lab oben, okay? Ja. Also ich bin unten rechts entlang gelaufen. Und dann ist mir, ich bin bei Lab rausgelaufen in Richtung Lights, wie das kaputt war. Die Runde davor jetzt halt, ne? Und dann kam mir Reapers entgegen und dann ist der gestorben. Die einzige Person, die immer hinter mir war, war die Jeans anhatte. Und du hast gesagt, dass du wo ganz woanders warst. Mhm. Und ich habe dir da geglaubt. Ich war mir nicht sicher bei Fabo und ich war gerade mit Fabo und Danny zu dritt und habe mich dann geteilt, weil wir dich auch verloren haben. Du bist vorher mit mir gemeinsam bei Electric gestanden, erinnerst du dich? Ja. Ich habe dann deine Leiche gesucht, weil ich dachte, Danny hat dich umgebracht. Mhm. Hab aber nichts gefunden, bin dann zu Vitals gegangen und habe gesehen, dass Fabo gestorben ist. Und dann habe ich alles extrem gut danach Lights sabotiert. Jetzt ist Danny dran. Ich, Bro, ich kann nicht sagen, wo ich war. Also ich war legit Office, bin von Office dann zu wo deine Karte scannst dahin. Also ich habe den Task davor schon gemacht gehabt, aber da, wo du halt sehen kannst, wer lebt und alles. Dann bin ich zu dem Lava-Ding, hab der Lava-Task gemacht, den Strom-Task. Und dann, ja, lag die Leiche neben Office. Max, du musst voten. Jetzt. Danke, Max. Well played. Scheiße. Na, alles gut. Digga, war das intens. Ja, was war das denn? GG. Jetzt ist der Win. Alter, Mann. Warum haben wir denn nicht gebraucht, Bruder? Wieso habt ihr mich nicht getötet? Hallo? Hallo? Ey, Danny, ich hätte so gegönnt, Bruder. No joke.
Leute, ich hab Mickey Wenden gesehen. Ich hab Mickey Wenden gesehen. Oh, my weapons. So ich bin gerade reingerannt und er kam raus. Ja, erzähl. Du hast so schlecht gewendet. Du ich hab Romata oh mein getroffen. Gott, wie lange was? Sich bewegt hat. Ich hab Romata getroffen. Ja, Alter, dann Mickey. Muss ja entweder Mickey sein, warum sollten die sich gegenseitig beschuldigen? Ich, also warte mal. Sagen, hallo? Okay. Ich check grad gar nicht. Ich hab Mickey Wenden gesehen und dann sagt er, ich hab Trimax Wenden gesehen, aber ganz langsam. Moment, ganz kurz. Also wenn nicht für Mickey stimmt, ist völlig lost. Also warte mal ganz kurz. Bitte votet Max, er ist so gewesen. Hallo Jungs, ich will nicht gegen Dolo reden. Ja, redet erstmal. Okay, also red. Auf jeden Fall, was ich sagen kann. Als Oxygen war, ich bin mit Fabo Admin gegangen. Und Mickey stand alleine da. Also er hat wirklich nichts gemacht, bis dann Fabo mit mir reinkam. Also ich bin als erstes zu Oxygen rein und Mickey stand alleine unter mir. Ich habe extra gewartet, was Mickey macht. Dann kam zu Befabo rein und Miki hat dann einfach nichts gemacht. Ja, aber warte mal kurz, Danny. Moment, kurz. Nee, lass mich ganz kurz was zu Danny sagen. Ich war O2 und hab das alleine ausgemacht. Danny hat nur zugeguckt. Stimmt das, Danny? Nee, weil wir alleine waren. Nee, das ist eine Lüge. Alter. Miki sagt, er läuft mit mir zusammen rum. Dann ist er weg und erscheint durch ein Vent. Ich stand mit Tim Gabel im Reaktor. Wer hat jetzt gewonnen? Was voten wir jetzt? Skippen wir oder voten wir? Wir skippen und wir machen 100%ig für Mickey. Es gibt hier gar keine zwei Meinungen. Er wird auch als letzter gewotet. Ich bin raus. Ich würde auch noch auf Simon aufpassen. Ich hab's erst gewotet, weil ich beschuldigt wurde von Danny. Ja, lass auf Simon aufpassen. Ja, bleib einfach. Ihr könnt ihr komplett muten, die Lautstärke von dem anpassen. Oh, RIP. Ist das ein RIP? Alle haben gewotet. Ich habe nur Emergency Call. Ich habe den Dings wieder alleine ausgemacht. Fabo ist war einer tot? Mickey kann. Mickey gewendet. Trimax damit sehr sass. Was? Trimax so? Damit nee, sehr sass. Weiß jemand, wo Tim lang gegangen ist? Nein, Ruhe. Mickey ist tot. Der. Hä, wir haben ihn rausgevotet, Digga. Ich habe ihn Venten gesehen. Oh mein Gott. Mickey, Alter, Revi hat sich. Revi ist nicht nur der schlechteste Imposter, sondern auch der schlechteste Crewmate. Ja. Boah, ich werde mich so einsetzen, jetzt als Romata bei Crafted Tech nicht dabei. Hat irgendjemand Tim gesehen? Nein. Dann war er mit dem Imposter, mit dem letzten Imposter alleine. Simon, wo warst du? Ich war bei Fabo, ich hab Ding jetzt ausgemacht, O2 ausgemacht, bin dann direkt Crafted Tech. Simon ist dann Navigation gegangen und deswegen wollte ich wissen, ob Tim rechts gegangen ist, weil dann hat Simon Tim gekillt und ist dann zum Button gegangen. Aber keine Ahnung, wenn wir nicht wissen, wo Tim ist, dann. Digga, Mickey ist endlich im Poster und dann sehe ich ihn einfach wenden. Ich finde das so geil einfach. Als du angekommen bist, ich wäre so pissed, wenn ich er wäre. Boah, ich werde mir eine paar Lüge ausdenken, wie ich Romatra wenden sehen, obwohl es gar nicht stimmt. Nächste Runde oder irgendwann spiele ich das einfach, damit der rausfliegt. Oh, Romatra votet Revi? Warum? Nein, Revi votet Romatra. Ach so, sorry, ich bin dumm. Vielleicht bin ich wieder im Poster. Oh, das würde sogar passen. Dumm. Max. Es muss Simon sein. Ja. Wer hat es gerade gesagt? Ich. Fabo. Okay, ich war nicht in der Nähe von Fabo. Ich habe Fabo keinmal gesehen. Fabo ist es. Okay. Ich weiß nicht mal, wo die Leiche liegt und Fabo sagt, ich war es. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Jetzt, ganz kurz. Ich bin, Licht war, ist ausgegangen. Wo ist die Leiche? Ey, so sehr ich Romatra hasse, ich kann ihn decken. Ich kann ihn decken. Ja, ich kann ihn decken. Alles, aber ich kann ihn decken. Ich kann Unge bis zum letzten Moment decken. Wir waren in Admin. Ja, wo ist die Leiche? Admin, hab Kreditkarte gemacht. Ja, dann weißt du es auch, dass es Simon ist. Und zwar bin ich runtergelaufen in Storage mit Simon, Danny und ich halt.
und dann bin ich in Electrical rein, Simon und Danny sind woanders hin, dann ging das Licht aus, ich habe Licht gefixt und dann bin ich zurück und Danny liegt tot in Storage. Dann könnte es nur Fabo oder Trimax sein. Simon ist gerade zu dir hochgerannt, Trimax, es ist Simon. Okay, alles klar. Also oder der Instant bin, Vote also ist ein bisschen random. Also für mich ist es Simon. Wir hatten heute schon viele, Also ich war auch weiß nicht, wie schnell er ihn töten Trimax konnte. Gewesen sein, weil ich bin nach rechts gelaufen und ich habe niemanden gesehen mehr und Fabo beschuldigt mich einfach, also entweder war es Fabo oder Trimax klug gemacht. Ich weiß nicht. Wo lag die Leiche ganz genau? In Storage, wo man links direkt bei der Tür, wenn man zu Electrical geht. Ja, da ist Trimax hingelaufen. Ich bin da überhaupt nicht hingelaufen, ich bin hoch zur Cafeteria. Ja, guck, da wissen wir doch, dass Simon ist. Boah, das ist 100 pro Fabo. Max würde auch... Also hey, Romatra, guck mal, Romatra, wir beide sind safe, ja. Das können wir sagen. Das heißt, wir müssen jetzt alle nacheinander nur rausvoten. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit Unge an. Ja. Was ist? Ja, gut. Und danach voten wir Fabo. Weil Max, wenn wir Max voten, danach killt euch Max. Also ich bin's nicht, ich bin's halt echt nicht, ne? Max kannst. Hey, wartet mal, wann haben denn die Imposter gewonnen? Müssen wir jetzt. Wenn gleich viele sind, es lebt nur noch gleich viele. Wir müssen jetzt voten und es ist wirklich Fabo. Es ist wirklich Fabo. Es macht keinen Sinn, dass du hast Max beschuldigt, Unge. Du hast Ich habe bei Max ist nach links gelaufen, ich bin nach rechts gelaufen, aber es kann ja sein, dass Trimax und. Nein, wir sind von Admin runtergelaufen in Storage und einer ist links gelaufen, einer ist rechts gelaufen. Trimax und Fabo müssen nicht begegnet sein. Dann muss es Fabo sein. Dann, okay, dann muss Fabo bist du's? Nein. Dann muss es Fabo sein. Okay, wir brauchen Entschuldige, Simon Unge schon seit Jahren. Wir hauen Unge aus. Ja, ja, Unge raus, Unge raus. Unge dann Fabo, ja. Fabo? Bleib bei Romatra und mir jetzt. Okay, mach ich. Aber wenn es nicht vorbei ist, dann bleib ich bei euch. Aber es ist vorbei, weil Simon. Nein, nein, nein. Doch, es ist vorbei. Meinst du? Es ist vorbei, ja. Musst du Unge wohnen. Simon, es tut mir so leid, aber das war's wirklich, Max. Nein, das ist mir zu schlecht. Ja, Fabo kann nicht sagen, es ist er, der wird alle rausgevotet. Das ist ja wieder die übelste Random. Dann hat Trimax gewonnen, das ist nämlich auch ein Dinger, war das scheiße von dir. Ganz ehrlich, wir können Trimax theoretisch wirklich rausvoten. Was wäre der Loose? Hä, what the fuck? Fabo kann doch damit nicht durchkommen. Der kann doch nicht einfach die ganze Crew rauswählen lassen. Und Romatra und Remi sind so lost und sagen, okay. What the fuck? Fabo hat doch die Leiche gefunden, dann war es doch safe ein Self-Report, wenn es um mich nicht war. Romatra, wir können wir sind safe. Lass uns einfach Max voten und dann schauen wir. Was? Ich hab gesagt, es ist Unge oder. Das, oder es kann es. Romatra, kann es Revi sein? Nein, geht Revi ja gar nicht. Revi kann es nicht. Dann ist es Fabo, aber Revi ist gerade todeslos. Das ist so übel. Guck mal, geh mal mit. Selbst wenn es Trimax nicht ist, dann halten wir Fabo einfach im Auge und gut ist. Dann voten wir danach Fabo und dann haben wir gewonnen. Ich kann es nicht gewesen sein und eben hat Fabo einen Self-Report gemacht, Revi. Wie lost bist du denn? Wieso votest du denn so schnell? What the fuck? Boah, Romatra ist es nicht. Es müssen Trimax oder Fabo sein. Fabo hat doch reported eben. Nein, wir machen auf Fabo. Ich mach das nicht wieder mit dir, Romatra. Letztes Mal hast du geskippt und wir haben die Runde verkackt. Nein, aber es ist egal. Wir müssen nur beide dasselbe machen, weil Fabo und. Ja, dann ist es ein Draw. Genau, wir müssen einen Draw machen. Dann macht ein Draw. Ja, votet mich und dann ist ein Draw. Wen votest du, Max? Ich vote Fabo hundertprozentig. Wenn jetzt wieder Fabo es ist und wir die Runde gewinnen, kotze ich extrem. Ey, lass du machen. Rede, Romatra, Trimax, ihr lauft miteinander und ich mache noch meine Tasks, weil ich habe noch echt viele Tasks. Okay, ich lauf mit Fabo. Ich lauf mit Fabo. Hörst du mir überhaupt zu? Nein, ich lauf mit Romatra und Trimax. Und wenn jemand von euch stirbt und reportet, dann wissen wir es eh. Ich mache meine Tasks jetzt. Ich muss auch Tasks machen. Ich hab reportet. Revi. Was? Fabo hat einen Stacked Kill gemacht, als Romatra das O2 gemacht hat. Ich hab den Code eingegeben und Trimax. Revi, verkackt diese Runde bitte einmal nicht. Ich fasse es nicht. Nein, Digga, ich kann sowas nicht. Revi, es hängt von dir ab. Fabo hatte eben den Self-Report. Er hat einfach Romatra getötet beim O2 machen. Stopp. Ich bin der Entscheider. Fabo, du hast kurz Zeit vorzutragen. Lass dich mal ganz kurz erklären, okay? Du hast oben gerade den Code eingegeben, deswegen ist Romatra Trimax runtergelaufen. Ja? Ich stand mit Romatra an dem Button, hab auch eingegeben. Deswegen hat Max. War das bei Richtung Weapons? Nee. In Admin stehen wir gerade. Und zwar habe ich das Fenster offen, wo man die Nummer eingibt und Romatra auf. Und Trimax hat Romatra umgebracht und hat deswegen jetzt reported. Aber, wo du jetzt draufkommen kannst, dass es Max ist, weil Max letzte Runde hat Reapers durch diesen Reaktor gewonnen und Max hat jetzt genau das gleiche gemacht und wollte so auch gewinnen. Boah, das ist stark. Das macht Sinn. Jetzt bin ich dran. Ich bleibe bei dem komplett, was ich eben gesagt hatte. Romatra hat O2 gemacht, ich bin in Admin reingekommen. Fabo hat Romatra gekillt und diesen Sabotagenplay, was er mir dazu schiebt, wäre ich
ich niemals in der Lage, irgendwas in der Richtung zu machen. Okay. Revi, Fabio hatte vorhin den Self-Report. Wir haben unfälschlicherweise rausgehauen. Das war der Self-Report vorhin. Revi, wir haben heute deswegen schon mal so verloren. What the fuck? Das Lustige ist, also das Ding ist, wenn ich jetzt Max vote und er fliegt raus, dann ist er sauer, weil er verloren hat. Wenn ich jetzt Fabo vote und er fliegt raus, dann ist Max auch sauer, weil er verloren hat. Max wird sauer. Wir haben heute schon so viel zu viele Games so als Crew verloren. Das ist so random. Fabo hat vorhin einfach gesagt, ja, vote Unge raus. Okay, wenn es jetzt nicht ist, ja, dann vote Gumata raus, dann vote Trimax raus. Und auf einmal votest du alle raus. Aber Simon hat dann auch gesagt, dass du runtergegangen bist und Danny dann killt. Der Kill vorhin war nicht Simon, sondern Danny. Ich hab random gevotet. Ich hab random gevotet. Warum wollte man random, Alter? Zur Erklärung, wenn ihr zu 6 seid mit 2 Impostern, könnt ihr einfach einen Double Kill machen und ihr habt gewonnen. Oh mein Gott, ja, schon klar. Könnt ihr bitte aufhören zu spoilern? Bitte spoilert nicht! Bitte hört auf zu spoilern, bis es aufgedeckt ist! Wackies Ergebnis am Ende. Ich war's. Wenn du es nicht erwartest, ich werde dich einfach angreifen. Trimax und Mickey waren es, oder wer? Ich war's mit Trimax. Nein, ich war's gar nicht. Mickey war's überhaupt gar nicht. Oh mein Gott, ja, ich war's mit Trimax. Junge, du bist so ein erschreckend. Revi hätte Fabo voten müssen für den Self-Report. Ja, Revi hätte Fabo voten müssen, ey, das war so dumm. Revi hatte nicht Emote-Only. Da war doch eigentlich off. Ich hab die ganze Zeit Emote-Only auf alles, Max. Das hätte ein Win werden müssen. Alter, Mickey, ich chill 30 Sekunden im Vent, weil ich Angst hab, Time-Pech zu haben, ja? Kommst direkt um die Ecke, ich denk mir, scheiße, jetzt muss ich alles auf Mickey schieben. Danach der Vote, 7 Leute haben für dich gewotet. Alter, mehr Among Us geht nicht. Simon und Unge waren's. Übertrieben geile Imposter-Runde. Das ist meine absolute, das ist das Dümmste, was passieren kann in Among Us, aber auch das Allerschönste. Man wendet, sieht jemand wenden, sagt es und der gewendet ist, schiebt das einfach auf den anderen. Der arme Mickey, das ist meine of all time favorite Among Us-Szene. Mickey sieht mich, ich sag, er ist es und 7 Leute stimmen für Mickey. Es ist ein Traum. Besser geht es nicht. Am Ende war das Game dann schwer. Da hätten Ungo und ich einen Double Kill machen müssen, dann hätten wir das Ding gewonnen. Ich habe noch versucht, Rumatra zu töten, das auf Fabo zu schieben. Es war eine unfassbar geile Runde. Hätte auch sehr, sehr gut klappen können, weil es auch Fabo der Self-Report war. Eigentlich hätte Revi dort für Fabo stimmen müssen. Das wäre der heftigste Win of all time gewesen. Da war alles drin, was man haben wollte. Also, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr geile Runde. Ey, Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare, wenn euch das gefällt. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Wir spielen super viel Among Us. Die allergeilsten Runden, die kommen auf YouTube. Dann verpasst ihr dort nichts. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.